Oh, Freunde, habt ihr mich gerade beim Chipsen da schon erwischt? Sorry. Und natürlich, alter Konko, was machst du denn da? Hörst du mal auf zu zocken? Na, schon klar, wenn ich aufhöre zu essen. Umbale. Gut. Freunde, willkommen zurück zu Konkos Bad Friday. Und offscreen ist mir genauso aufgefallen wie einem fleißigen Kommentarschreiber. Grüße an dich, wenn du das hier hörst. Links Awakening, ne? Und so. Ihr wisst schon. Und eigentlich dachte ich so bei der epischen Umgebung, ich kann mir echt gut vorstellen, dass jetzt hier. Machen wir ein bisschen lauter. Ach, geile Mucke. Bei der epischen Mucke kann ich mir irgendwie. Bei der epischen Umgebung vor allem kann ich mir vorstellen, dass jetzt hier Bossfight-Action kommt. Weil Lava, epische Fangzähne oder rum und hier so ein komischer Mönch-Typi. So, wir springen auf seine Platte, weil. Ey, au, Alter, hau ab! Oh, Scheiße! Ah, passt auf, jetzt kommt bestimmt Amboss und wir lassen Bossgegner frei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder wir machen jetzt einen Amboss und wir killen das, was da drin ist. So, Scuff! Oh, richtig schön, Scuff! Oder wir treffen es und es machen böse und wird ein Bossgegner. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt Bossgegner. She's gross, was? Sie ist gewachsen? Hm, du meinst an der Stelle, Konka? Oh, Ding! Klingt wie Stimme im Hintergrund. Konka. Gut, ich glaube, wir eiern hier lange rum und sondern drücken B. Nee, oder? Konka, du bist kein Vogel. Er macht sich erstmal richtig schön bequem am Arsch und so. Sometime later. Ein bisschen später. Hier kommt's. Weil auch immer das ist. Oh, Knacks. Oh mein Gott. Bossgegner-Action. Wir sollten unseren Bossgegner doch wohl nicht einfach ausbrüten, oder? Hallo. 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 Was ist das denn? Alter. Oh, du Twem. Oh, oh, oh. Scuff. Oh, oh. Oh, oh. Okay, cool. Okay, cool. Mami! Was? Ah, ja. Ah, ja. Mami. Ja, right, I'm your mommy. Come on, ich bin der Richtige, ich bin deine Mama. What? Mami. Oh mein Gott! Oh, wie fies! Alter, brutal! Alter, Omnom Knusper! Hallo! Hallo! Das ist geil. Es kommt so aus, ich habe so ein Lachflash gerade. Hallo! Das erinnert mich an Luigi's Mansion, wenn Luigi in die Mirvillare kommt und dann so, hallo? Ey, kommst du mit? Kommst du mit? Guck mal, willst du noch mehr Happy Happy? Guck mal hier, Fruchtzwerge. Ja, ich sehe zwar keine Früchte, aber Zwerge sind auf jeden Fall. Oh, Hilfe! Oh, Vitamin B, D, C. Alter, ich darf hier nicht runterspringen. Ja, komm mit. Komm, Großer. Warte, Großer. Was muss ich mit dem überhaupt jetzt machen? Oh, wie verhält er uns für seine Mami? Konka, hast du Möpse? Wie willst du dem die Brust geben? Der beißt sich einmal durch und dann ist down und so, ne? Hallo. Ey, man spricht nicht mit vollem Mund. Hat man dir denn nicht beigebracht? Ich muss dir gleich mal auspeitschen hier. Grinker. Hallo. Ja, hallo, ist gut. Komm mit. Was muss ich mit dem jetzt machen? This way. Baby, komm her. Bei Fuß. Mach Sitz. Oder so ähnlich. Wie erzieht man denn Dinosaurier? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hallo. Friss den nochmal. Oh nein, 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 nein. Komm. Ah. Oh, ich will dich. Oh, Scuff. Lecker. Komm, Baby. Hallo. So geil. Alter. Ja, piep, piep. Du bist ein Vogel, du bist ein Dinosaurier, Alter. Ey, ihr tropft voll mit Blut, voll eklig. Hallo.
Richtig schön aufgeknuspert, Alter. Kommst du? Ich brauch so lange, Alter. Hier, hallo. Fein. Braves Baby. Bist ein fein, kriegst einen Keks. Aber du hast ja noch Kekse gekriegt. Hello, B. So, musst du jetzt hier durch, oder was? Halt, hinter mir wird schon mitkommen, hoffe ich. Und? Hat's geklappt? Ich weiß, er hätte nicht. Hello, Baby. Bibi. Du bist wieder ein Vogel. Noch bist du klein genug für ein Baby. Voll so mit der creepy Windel und so. Oh oh. Sorry, kurz Leck und so, ne? So, leg mit dem jetzt hier. Frisst der jetzt die anderen Kumpanen, dann passiert hier was oder was? Boah, wie fies! Come on, call this way. Kommt der mir? Hinterher, ja. Ja, ja, ihr trefft mich nicht. Vergesst es. Komm her. Willst du lecker Happy Happy? Guck mal hier. Guck mal, ganz viel Essen. Hm, om nom nom und so. Nein, oh, komm, nom nom nom. Genau, nom. Ja, om nom nom. Ah, es gab's. Oh, scheiße, nein, nein. Oh, komm, mm. So, euch bitte hoch noch und dann fertig, oder was? Zumadam. Ah! Mann, hört auf zu lecken spielen. Baby! Oh, und... Om nom 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 nom! Hallo, Baby! Was macht ihr für Geräusche? Oh, Leute, die da hinten sind schon wieder neu gekommen. Leute, die respawnen ja. Na, kannst du das schon mal nicht sein. Hm. Ja, Papa Pipi. Vielleicht irgendwie da oben? Nee, da komme ich gar nicht wieder durch. Hä? Oh, oh, sagt aber nicht jetzt, dass... Oh, Baiko. Ach, was für ein Ding. Om nom. Ich probier mal was. Ja, bedien dich, hast freie Wahl. Weil eigentlich macht nichts anderes Sinn, aber wenn das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gemeint ist, aber wenn das so gemeint ist, dann ist das echt brutal. Da waren doch Fußabdrücke drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Ich gucke mal lieber erstmal. Oh Gott. Oh nee, der will jetzt wirklich von uns, dass wir. Nee, dafür bist du doch gar nicht groß genug. Ey, das ist echt barbarisch, Konkan. Das willst du nicht wirklich machen, oder? So bleibt der jetzt da drauf stehen, ja. Was macht der denn für Geräusche und Bewegung? muss ich wirklich? Das ist aber voll barbarisch. Der bestimmt an das da oben ran, als sie bewegt war. Willst du da ran? Ah, das ist aber voll brutal, das kann ich doch nicht... Jetzt kommt er wieder runter. Jetzt knuspert er das Vieh wieder durch. Ach nee, bleib mal da oben stehen. Ich glaube, der will wirklich, das Spiel will wirklich von uns, dass wir das machen, was ich jetzt denke. Und zwar, dass wir das Vieh da jetzt hochlocken und da die Mami buchstäbliche Kind opfert. Aber was soll das bringen? Ja, ist ja gut, hast du jetzt hier noch geknuspert? Komm mal hier hoch hier. This way. So, bleibt da oben stehen für eine Gürt. Ich probier das einfach mal. Aber wenn das echt so... Oh, 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 oh. Oh, oh, Cutscene time. Papa, Pipi. Das scheint interessant zu werden. Bibi. Oh oh. Scuff. Das ist gonna be interesting, Konka. Du bist so ein Arschgesicht.
Leave your offering. Ach, wir mussten das Baby... Oh, wie fies. Und dabei öffnet sich eine epische Maulhöhle und... Oh, Kack. Scheiße. Boom. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Okay. Ah, oben auf dem Drachen war ja Knete. Und ich gehe mal davon aus. Jetzt beten die Dingen hier an. Und ich gehe mal davon aus, dass. Sieht voll schleimig aus, auf der Ekel. Da oben war ja Knete drauf und ich glaube, der bringt mir da jetzt hoch, wenn ich hier Dingen mache und so, ne? Ja, geh runter, Mann! Danke! Wow! Wow, 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 wow. Au, wir haben gleich keine Schokolade mehr, wie schlecht! I don't wanna die! Denn das ist ein Leben. Oh, das ist Schokolade, finde ich gut. Und, ah, Freunde, Katsching, Schwoing! Knete! Noch so ein Typi, Mann! Come on! Mit Schuppen! Geil! Cool! Hey, ich hab diese Goldkarte, bevor du es weißt, ne? Wir kennen die Sprüche ja nun schon. Wird ja wiederholt, großteils. So, noch Leben Nummer 15 eingecheckert. Wie viel Knete haben wir jetzt überhaupt? 1510 Krücken, Alter. Voll geil! So, langsam müssen wir dann auch bei der Windmühle mal gucken, ob wir da weiterkommen, weil da wollte er mehr Knete. Ja, haben wir bald, ne? So, ihr könnt gerne, dass die Chocolate hier spawnen, dass ich voll bin. Ach so, da ist er schon. Hey, hallo. Konka, bist du mal so nett? Wenn er halt so hier ist, real. So, jetzt? Das bringt mir nichts. Kann ich da jetzt rumgehen? Probieren wir das mal. Voll eklig. Oh! Ih, komm dann nicht hoch, weil es zu glitchy ist. Okay, das funktioniert auch mal so nicht. Was soll ich sonst machen? Putz dir mal die Nase, Typi. Was, voll den... Ja, mach doch so voll, aber wie soll ich denn jetzt hochkommen? Toll. Ja, schniefen die so. Man kann ja nicht rinnen irgendwie um... Soll ich ihn irgendwie zum Kotzen bringen oder so? Ih, sieht voll der Zwiebelschleim, die Scheiße. Der Typ, die Konstellation, kann man die nicht ansprechen? Man kann die irgendwie keinen Charakter ansprechen, man kann sie mal meistens nur töten. Oh oh! Ah, da! Fies! Es ist ja öd, lass mich in Ruhe. Was mach ich denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwas machen muss. Wartet mal, vielleicht. Aber das ist wirklich ein bisschen unlogisch. Und ich weiß, dass ich hier in dem Spiel manchmal logischer denken sollte, als ich es tue. Autsch, ja, natürlich musste ja kommen. Ich gleich mal wieder Schokolade aufladen hier. Wenn ich mal hier bin. Bevor ich hier hops gehe. Man will ja nicht zu oft sterben, nicht wahr? Nom, 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 nom. Gleich aufladen. Weil das sieht so bossgegnermäßig aus, als wenn ich da jetzt rinkomme, denn. Wäre natürlich kacke, wenn ich da nicht voll wäre. Also. Ja, ist ja gut, wir helfen ja gleich. Wisst ihr, das erinnert mich so ein bisschen an Ocarina of Time, dass ich hier jemand im Nasenloch. Da kommt der Schnodder voll rausgeschniedelt. Das ist ja eklig. Muss ich hier jemand machen? Wow, au, au, heiß, heiß, au. Nee, okay, gut. Komm, komm. Au. Okay, ich muss da doch mal drachen, aber. Ach, nur der Dampf verletzt mich. Ih, ist ja eklig. Fies. So, weit jetzt B drücken und was passiert jetzt? Einfach mit Pfeffer rin. Ih, schnell weg, gleich kommt wieder Dampf. Uah, weg hier. Ih, voll in die Nase, Pfeffer. Oh, Freunde, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich hab einmal so ein Schniefen genommen und das... Naja, war ziemlich heftig. Ich weiß nicht, warum so ist, aber Pfeffer ist ein absolut... Oh, Mann, Alter! Auf ständig seinen Rauch auszuschniedeln. Jetzt macht das noch öfter. Mann, Alter, deine Mutter! Konka rennt immer so bescheuert.
So, jetzt hier schnell. Ja. Schön verwirren. Oh oh. Oh oh. Wie eklig. Drachenschnoller. Dort, dort, dort. Konka hat anscheinend eine harte Landung hinter sich. Und das hat jetzt was gebracht. Ah, jetzt ist die Zunge wieder frei. Aber jetzt. Ne, okay, sieht immer noch schleimig aus, aber nicht mehr so schleimig. Kannst du mich nochmal hochbringen? Ich brauche nochmal Schokolade. Ich bin nur ein lamer Noob-Gamer, deswegen. Urtwem! Juhu! Ah, diesmal kein Fall Damage gekriegt. So, nom nom nom, so reicht mir aber dann aber auch 5 Stück reichen, ja. Ich weiß ja nicht wirklich, ob da drin ein Bossgegner ist, aber irgendwie sieht es so aus, wenn ich ehrlich sein darf. So, als Erfahrung mit meinem Spielgamer, Alters, kann man ja mal drüber vermuten, was so im Spiel passiert, ne? Das ist wie bei neuen Zeldas, wenn man immer schon mal Zelda viel gespielt hat, dann kriegt man bei neuen Zeldas immer schneller die Rätsel raus als früher. Autsch, ja gut, so viel zum. Oh, Moment. Kleine Unterbrechung. So. Ach, ist ja heute eine Leckparade. So, dann würde ich sagen, voll so der Schnoddergaum da hinten drin, ist ja eklig. Muss ich den irgendwie hauen oder so? Ja, toll. Er hat mich förmlich hereingebeten. Ist ja eklig. Wie sieht's denn hier aus? Wenn ich ehrlich sein darf. Warum ist Konka eigentlich immer in ekligen Gegenden unterwegs? Kann mir das mal einer erklären? Wo geht's denn da runter? Ja, da gibt's eigentlich nur so eine kleine Sackgasse drin. Warum muss ich hier links durch? Gut, ich würde sagen, wir gucken mal hier lang. Ich kann doch hier bestimmt hochspringen. Oh, wie billig! Hier, einfach hochgejumpt, ganz easy. Da ist noch so ein schneller Gang. Ach, hier ist. Hä? Ist ja ein schon verzweigt hier. Wo ist denn jetzt hier hin? Wieder so ein schneller Gang. Schnell, schnell, Konka, schnell, Konka! Yay, geschafft! Wo ist jetzt hier hin? Alter, ist ja verwirrend der Weg hier. Noch so ein Schnoddergaum. Igitt. Aber wenn ich mich jetzt so irre, hat das nicht gerade im Kreis geführt? Wenn ich ehrlich mal fragen darf, das hat mich doch alle im Kreis geführt, oder? Jetzt geht's hier wieder raus. Ja, klar. Wie scheiße. Das ist einfach nur so eine Art Weggabelung, wo man am Ebenziel ankommt am Ende. Was irgendwie voll dumm ist, weil da gibt's Risiko hier nicht. Also, man kann ja nicht abstürzen, kommt nicht mehr hoch oder so. Also auch nicht schwierig, nicht abstürzen oder so. Voll schlecht irgendwie. Wie eklig das einfach aussieht, aber das ist schon so ein Schnodderzäpfchen. Ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir, was uns dort dahinter erwartet. Und bis dann wieder mal. Macht's gut, hau da rein. Tschüssikowski und ciao. Konka? Nee, oder? You kidding me, oder? Ich will sehen, was du da zockst. Irgendwelche zwei Typis, die da gegeneinander sich kloppen. Oh, man. I can't believe that. Gut, hören wir auf, Konka beim Spielen zu beobachten. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part.